Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um ein Bau- und Holzfeuchtemessgerät. Das kommt von Workzone, das gibt es bei Aldi. Und wenn dich das interessiert, dann darfst du jetzt nicht abschalten. Ja, Bau- und Holzfeuchtemessgeräte gibt es immer mal wieder, auch bei den Discountern. Ich habe hier schon einige Geräte vorgestellt. Wenn euch das Thema interessiert, ich habe euch unten neben dem Produkt natürlich auch ein paar Videos noch verlinkt, die ich hier schon gemacht habe zu diesem Thema. Vielleicht, wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut ihr euch diese Videos auch nochmal an. Wie gesagt, das Produkt gibt es jetzt für etwa 10 Euro bei Aldi in den Filialen. Aldi hat ja keinen Online-Shop derzeit, zumindest nicht für alle Geräte, die Aldi verfügbar hat. Manche gibt es nur in den Filialen, manche gibt es dann auch als Lieferung. Dieses Gerät meines Wissens nach nur in den Filialen. Zumindest bei Aldi Nord ist das der Fall. Workzone ja noch nicht lange bei Aldi Nord vertreten, ist eigentlich mehr eine Aldi Süd Marke. Ich weiß nicht, ob es das parallel dazu jetzt auch bei Aldi Süd gibt. Wenn das so ist, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Kann natürlich auch sein, solche Geräte sind natürlich immer sehr, sehr schnell vergriffen, wenn Aldi irgendetwas auf den Markt bringt oder beziehungsweise irgendein Discounter was auf den Markt bringt und die Leute das haben wollen, dann sind die Geräte immer schnell vergriffen. Ich verlinke euch aber ein paar Alternativen und ich verlinke euch auch nach Möglichkeit dieses Produkt unter dem Video. Dort könnt ihr euch auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Der Preis derzeit, der in den Filialen ist, ist wie gesagt 10 Euro. Ja, 2 AA-Batterien bekommt ihr auch gleich mitgeliefert, sodass ihr dann gleich loslegen könnt. Ihr könnt ja mal drauf schauen hier auf die Verpackung zum einfachen Messen von Feuchtigkeit in Holzwänden und Baumaterialien. Ich würde das Gerät hauptsächlich, so wie das auch hier oben beschrieben ist, dafür verwenden, um Kaminholz zum Beispiel auf den Restfeuchtegehalt hin zu überprüfen, denn nasses Holz oder feuchtes Holz dürft ihr nicht verbrennen, dann versottet euer Schornstein und dann schimpft der Schornsteinfeger mit euch und das kann mitunter auch sehr gefährlich werden. Deswegen, wenn ihr einen Ofen oder Kamin oder ähnliches habt, könnt ihr dann auch die Holzfeuchte damit messen. Ihr könnt natürlich auch Holzfeuchte bestimmen, wenn ihr zum Beispiel drechselt oder sowas, wenn ihr eine Schale drechseln wollt oder so. Die müssen ja dann auch einen bestimmten Feuchtigkeitswert aufweisen, damit die überhaupt drechselbar sind. Dann könnt ihr das mit solchen Holzfeuchtemessgeräten natürlich machen. Und in der Regel reichen dann solche Geräte dann auch für 10 Euro Dicke aus. Wenn ihr natürlich professioneller arbeiten wollt, könnt ihr natürlich auch eine Menge mehr Geld dafür ausgeben. Das ist euch dann selbst überlassen. In der Regel sind diese Geräte so ziemlich gleich genau. Ich habe das schon mal ausprobiert, habe schon mehrere Geräte irgendwo gegengehalten und die haben alle bis auf 1% plus oder minus, haben die dann ungefähr alle das gleiche angezeigt. Und ich denke mal, so ganz auf den letzten Prozent wird es hier nicht ankommen. Zum Thema Baufeuchte messen, also Estrich oder Wände oder sonst irgendwelche Steine, Gipsbetonplatten kann man damit messen etc. Das ist nicht ganz so genau, das ist mehr so eine Richtlinie, naja, da liegt jetzt ein Problem vor oder naja, da ist ein bisschen Feuchte vorhanden oder das ist einfach zu feucht. Wenn ihr dann so etwas bei euch feststellt im Haus, dann solltet ihr auf jeden Fall noch einen Fachmann zu Rate ziehen, nicht einfach aufgrund dieser Ergebnisse dann gleich wild werden und dann alles rausreißen und neu machen etc. Holt euch dann einen Baufachmann, sagt, ihr habt mit so einem ganz einfachen Gerät das Ganze mal durchgemessen. Da besteht eurer Meinung nach vielleicht ein Problem und er möchte das doch bitte dann nochmal überprüfen. Wenn ihr natürlich davon Ahnung habt, dann könnt ihr das natürlich auch selbst gerne unternehmen. Manchmal ist es aber auch nur oberflächlich Wasser, wenn ihr zum Beispiel ihr gerade gelüftet habt und dann eine andere Temperatur im Raum herrscht als draußen, dann setzt sich natürlich die Feuchtigkeit schnell an Fenstern, das sieht man ja dann auch, oder an den Wänden dann auch ab. Und das ist dann einfach Oberflächenwasser, was ihr mit dem Gerät dann messt und nicht, was wirklich in der Wand drin steckt. So viel nur dazu, dass ihr dann nicht da irgendwelche Wunder von solchen Geräten erwartet. Das könnt ihr für 10 Euro natürlich nicht realisieren damit. Jetzt packen wir es mal aus, gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Das kommt hier auf so einem Blister, hat auch 3 Jahre Garantie. Den Bon also dann gut aufheben. So, mit in dem Paket ist eine Bedienungsanleitung, die sieht so aus, sie ist auch recht aufschlussreich, was das Ganze hier an Funktionen etc. bietet. Ihr seht schon, ihr könnt hier verschiedene Materialien dann vorwählen, das zeige ich euch gleich, wie das Ganze funktioniert und ihr habt auch ein recht großes Display, was euch auch die Raumtemperatur anzeigt und euch dann auch gleich eine Einschätzung hier vermittelt, ob das gerade gemessene Ergebnis feucht ist, trocken ist oder
Grenzwertig, das steht dann hier unten nochmal drin. So, gucken wir uns das Gerät mal an. Ich habe das jetzt schon mal mit Batterie versehen. Um die Batterie hier einzulegen, müsst ihr hier diese kleine Schraube losmachen. Darunter können dann die beiden Batterien Platz finden und dann dreht ihr das wieder zu und schon habt ihr hier Saft drauf. Ihr seht auch schon, wir haben hier so einen kleinen Clip, Gürtelclip oder für die Hemdtasche oder sowas, damit ihr, wenn ihr unterwegs seid, vielleicht draußen beim Holzstapel seid, damit ihr das Gerät dann irgendwo hinstecken könnt. Wir haben hier an den Seiten auch nochmal so eine Art, naja, das ist eine Gummierung oder zumindest eine Riffelung, damit wir wirklich mehr Kraft haben, um irgendwo in ein Material das Ganze hineinzudrücken. Ihr sollt dann natürlich nicht pressen wie ein Wilder, sondern das Ganze einfach nur aufsetzen, ein bisschen festdrücken und dann werden euch auch gleich die Werte angezeigt. Was hier schön ist, dass wir hier unten noch eine kleine Taschenlampe mit drin haben. Dann können wir nämlich mit dieser Taste hier, mit der roten Taste, können wir dann diese Taschenlampe hier zuschalten und abschalten. Und naja, die ist so, wenn ihr mal irgendwo ein Schlüsselloch finden wollt oder sowas, dann ist das sicherlich ausreichend. Aber das ist jetzt nichts Grobes, womit ihr dann spazieren gehen könnt oder so. Aber wenn ihr irgendwo mal irgendwas verloren habt in irgendeiner Nische, dann ist das sicherlich hilfreich. Ansonsten sieht das Display so aus. Unten ist die Temperaturanzeige. Ihr seht, in dem Raum sind jetzt hier etwa 20 Grad. Wir haben hier eine Einschätzung, dass das gemessene Material dann trocken sein soll. Logisch, bei 0,0% ist das natürlich der Fall. Und hier können wir sehen, was wir gerade als Messrichtung hier vorgegeben haben, beziehungsweise welchen Werkstoff wir hier messen wollen, nämlich Holz. Das Ganze erscheint nochmal in Englisch darunter. Wenn wir das Ganze umstellen wollen, drücken wir hier die On-Off-Taste und dann springt das hier jeweils eine Position weiter. Und dann könnt ihr damit dann einstellen, was ihr gerade messen wollt, zum Beispiel Ziegelstein, Holz, Beton, Putz, Zementmörtel, Kalkmörtel etc. Wie gesagt, habe ich euch eben gerade schon was zu erzählt. Ich beschränke mich hauptsächlich immer bei diesen Geräten darauf, dann Holz zu messen. Hier oben haben wir so eine kleine Kappe. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Diese Kappen, die sind immer so ein bisschen tricky. Und diese Mess- und diese Messsonden hier, die sind unwahrscheinlich spitz. Wenn ihr das irgendwie mal so ein bisschen verkantet abreißt oder so, dann könnt ihr hier mit dem Daumen oder mit einem Finger dann dagegen kommen und dann könnt ihr euch dabei verletzen. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig, wenn ihr diese Kappen hier abnimmt und probiert das Ganze dann vielleicht eher seitlich dann so herunter zu bekommen, anstatt dass ihr dann hier oben drückt. Ihr seht, da ist genau dann der Verschluss. Das nur so als Tipp am Rande. Ich habe jetzt hier mal ein Stück Buchenholz hereingeholt. Ich habe euch das ja schon des Öfteren gesagt, wie man am besten misst. Viele gehen jetzt einfach bei, nehmen den Holzstapel, stecken hier rein. Können wir mal gucken, ob das hier funktioniert. 8,2% hat er eben angezeigt. Machen wir es nochmal ein bisschen. Machen wir es mal nochmal von vorne. So, 8,8% zeigt er jetzt hier an. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung, denn hier haben wir natürlich eine Bewitterungsseite. Hier zieht das Holz natürlich aufgrund der Faserung dann auch am meisten Feuchtigkeit ein. Das heißt, wenn es jetzt draußen mal geregnet hat oder die Temperatur sich ändert etc., dann setzt sich hier natürlich die Feuchtigkeit am meisten ab. Und das geht dann natürlich direkt ins Holz rein. Das reicht dann auch so ein paar Zentimeter rein. Und dann kann es natürlich zu verschiedenen Werten kommen. Wenn da gerade Regen draufgekommen ist oder so, dann ist der Wert natürlich komplett verfälscht. Wenn jetzt natürlich hier die Sonne im Sommer drauf geknallt hat, dann ist das natürlich hier, auf Deutsch gesagt, dann furztrocken und dann habt ihr hier natürlich auch andere Werte als hier im Inneren. Deswegen, wenn ihr messt, dann spaltet das Holz einmal komplett nochmal mit der Axt und messt dann hier in Faserrichtung. Das habe ich euch auch schon mal gesagt. Ihr könnt natürlich auch, um einigermaßen verlässliche Werte zu bekommen, das Ganze hier auch einmal durchsägen. Dann könnt ihr auch das Stirnholz messen. Das funktioniert auch, wie gesagt, ob da jetzt 1% mehr oder weniger bei rauskommt. Da soll es beim Feuerholz nicht unbedingt drauf ankommen. Was ihr nicht machen solltet, ist dann so zu messen. Das heißt, eine Faser in Faserrichtung zu messen, sondern ihr solltet so messen, dass ihr zwar in Faserrichtung messt, allerdings dann eine Faser hier oben, eine Faser hier unten und dann bekommt ihr auf jeden Fall die verlässlichsten Werte. Das machen wir jetzt einfach mal. So, dann machen wir das Ganze jetzt mal so, dass ihr das auch seht. Ich werde jetzt hier einmal hineindrücken und ihr seht, das reicht dann noch nicht hin. Okay, nehmen wir mal eine andere Stelle.
Und wenn ihr dann genug Druck aufgebracht habt, dann seht ihr, die Restfeuchte liegt hier bei 6% bei dem Holz. Und ihr seht unten die Einschätzung. Wir haben nur einen Tropfen und das heißt, wir können das hier bedenkenlos verfeuern. Wenn ich jetzt hier wirklich sicher gehen will und eigentlich denke, naja, das Holz hat vielleicht erst ein halbes Jahr gelagert, statt 2 Jahre, wie eigentlich üblich sind, dann kann ich das, wie gesagt, einmal nochmal spalten, dann nochmal eine Messung vornehmen und dann habe ich auf jeden Fall hier ein verlässlicheres Ergebnis. Ihr habt gesehen, das Gerät macht, was es soll. Es misst die Feuchte. Wie gesagt, könnt ihr hier auch andere Baustoffe verwenden. Das ist allerdings immer mit Vorsicht zu genießen. Solche Geräte können grundsätzlich nicht so präzise sein wie jetzt hunderte Euro teure Geräte. Braucht ihr aber in der Regel als Heimwerker auch nicht. Also als Heimwerker ist so ein Gerät auf jeden Fall ausreichend, um dann mal ungefähr einen Wert anzupeilen. Und wie gesagt, auf plus minus 1% soll es dann dabei nicht ankommen. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so ein Gerät schon verwendet oder ob ihr sagt, nee, so ein ganz billiges, das möchte ich nicht haben. Ich möchte lieber ein bisschen teureres haben, dafür dann ein paar verlässlichere Werte. Oder ob ihr sagt, nee, ich komme ganz ohne so ein Gerät aus. Erstens habe ich gar keinen Kamin und zweitens interessiert mich das auch gar nicht, ob irgendwo eine feuchte Stelle ist. Dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Das ist natürlich auch immer interessant für die Community. Wenn dir das Video hier gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal, aktiviere das Glöckchen, denn nur so verpasst du nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und sage bis dahin.